So, da steht das gute Stück jetzt mal vor der Tür. Direkt der Größenvergleich zum Ab. Ups. Schon groß, aber auch nicht so groß. Es ist ja die Kompaktversion. Und ihr seht schon den Plan für morgen Montag, 22.10. Ich werde nämlich hier zum Jerome, zum Supercharger Sulzföhringen fahren, werde dort am Nachmittag um 14 Uhr sein und dann hoffentlich um 15 Uhr da wieder wegkommen und dann deshalb um 16 Uhr auf der Rückfahrt mal beim Supercharger hier oben in Leonberg vorbeigucken. Auftakt meiner Rundfahrt heute noch hier vor unserer Firma, unserem tollen neuen Bau hier. Noch hat keiner das Fahrzeug entdeckt, aber da kommen jetzt welche gelaufen, die kennen es vielleicht. Die laufen schnurstracks drauf zu, ist ja klar. Nein, laufen vorbei. Die ignorieren das. Oh, wir werden hier ignoriert. Ich muss doch zum Supercharger fahren. Also los geht's nach Sulzföhringen. Zwischenstopp hier an einem Triple Charger mit angeschlagenem Kabel. Ich wollte nur mal gucken, ob mein Adapter da funktioniert. Aber normal hält der hier als Stecker ausgebildete normalerweise nicht an den Teilen, die hier so dran sind. Prinzipiell geht es schon, nur hält es halt wie gesagt nicht. Ich zeige euch das mal. Ja, die gehen zwar zusammen irgendwie, aber sie rasten nicht ein und deshalb funktioniert das nicht. Auch von den Pins da drin funktioniert es nicht. Da bräuchte man nochmal einen anderen Adapter, der dann das hier sauber einrastet. Und dann könnte das gehen. Solche Adapter gibt es tatsächlich. So wie es jetzt ist, geht es auf jeden Fall nicht. Wäre auch viel zu gefährlich. Könnt ihr jederzeit hier rausfluppen. Also leider hier keine Lademöglichkeit. Ich kann nur an solchen Stationen laden, wo hier eine Buchse ist, wo ich mein eigenes Kabel verwenden kann. Na gut, wissen wir das auch. Fahren wir mal weiter zum Supercharger.
jetzt stehen wir hier, Supercharger, Sulzföhring, und wen treffen wir da? Schon wieder Jerome. Oh, und der macht Werbung hier direkt, Werbung, ja, ne? Ja, sehr, ja, gut, ja, sehr gut. Ja. Und der Horst steht auch da. Ja. Sieht ihr mal den Größenvergleich hier vom Model 3 zum normalen Model. So klein sieht er gar nicht aus, ne? Nee. Stehen nicht ganz auf gleicher Höhe. Ja, hier hinten merkt man schon den Unterschied. Da hinten ist dann schon noch mehr Luft, ne? Ja, hinten habe ich halt einen dicken Popo. Genau. Also das Auto ist von außen kleiner, von innen sieht es gar nicht so klein aus, oder? Nee. Du saßt noch nicht richtig drin. Hast du dich schon richtig mal... Ich saß schon drin, aber nur so halb. Du musst dich mal richtig reinmachen, ja, dass du mal den Sitz richtig machst. Wir müssen mal gucken, ob Jerome versteht, wie man das jetzt hier wirklich einstellt. Weil du musst jetzt da... Hier kann ich es doch einstellen, ganz normal. Ja, nee, das schon, aber du musst ja jetzt noch die Spiegel und das hier mal einstellen. Geh mal auf die Einstellungen. Wie geht man auf die Einstellung? Auto, ja, Auto drücken. Auf die Einstellung. Drück mal auf Auto. Auto. So, und jetzt auf... Also ich sehe es schon mal auf Englisch. Da, ne? Hast du schon jetzt Steering Wheel zum Beispiel. Mach mal Steering Wheel ganz rechts. Ganz rechts drücken, genau. Und jetzt kannst du hier mit diesem Dingens da das hin und her schieben, sodass du das raus und rein, sodass es passt. Ja? So. Und dasselbe für die Spiegel. Ich mach mal zu, damit das auch geht. Gut. Da kommen noch weitere Fans hier. Hallo. Hallo. Jerome Brunel sitzt da gerade drin, weil das hier ist Horst. Der wahre Horst Model S. Das S-Modell ist definitiv breiter und etwas länger, aber gar nicht so viel. Aber das Dreier-Modell sieht irgendwie so tiefer aus, tiefer gelegt da, ne? Sieht irgendwie... Ja, die Front geht auch schneller runter. Und ist vorne nicht so lang. Das ist auch der Unterschied. Auf jeden Fall. Neuigkeiten im Frunk, extra ein Haken, zwei Haken gemacht für Einkaufstaschen. Ansonsten viel Platz ist nicht, aber beim S ist inzwischen auch nicht mehr viel mehr. Obwohl der keinen Frontmotor jetzt hat, haben sie es halt so gemacht. Das haben sie nur eine Ausführung gemacht. Aber ist noch brauchbar, ne? Die meisten haben ja gar nichts. Die 3 hat ja auch ein bisschen was vorne. Rückbanktest ist immer kritisch, ne? Aber ich passe selbst hinten rein, selbst wenn der Sitz wie jetzt. Ja, ganz also ist. Kopffreiheit, ja, und Beinfreiheit ist so ein bisschen, aber man sitzt ziemlich, ja, tief, habe ich auch gemerkt. Aber klar, hat man jetzt nicht geändert. Ein bisschen, das ist natürlich die erste Version. Ich glaube, die Sitze sind jetzt ein bisschen anders. Das ist schon, ich bin ja kein großer. Ja, das habe ich auch gedacht. Muss man ein Kissen unterlegen, das ist natürlich nicht so gut. Weil da oben ist ja eigentlich viel Platz. Was sagt ihr zu dem Display da vorne? Das ist auch immer so die Frage. Muss das Display so aussehen jetzt? Ich finde es besser als gedacht, ehrlich gesagt. Aber ich will trotzdem hier ein zweites Display haben. Aber das ist vielleicht auch eine Sache, an die ich mich gewöhnen müsste. Ja, also hier hat man jetzt so eine coole Steuerung, wo er hinlüften soll. Muss man ein bisschen stärker lüften lassen. Das kann man dann gezielt hier aus diesen Auslässen dann steuern, wo es sein soll. Manchmal malt er da auch so eine Silhouette hin, wo du sitzt. Oh, nach unten oder nach oben. Ich weiß noch nicht, was das hier genau so bedeutet. Ist die Stärke noch und so. Also, und man kann es auch wieder zusammenführen, wenn man doch punktuell das nur haben will. Das ist jetzt ganz neu. Und ich vermute stark, dass in dem Facelift von X und S das auch so in die Richtung weiterentwickelt wird. Mhm. Also es kann durchaus sein, dass die dann plötzlich auch so aussehen. Mhm. Das wäre natürlich schon ein ganz schöner Schritt, ne? Das X mit neben uns macht so viel Lärm. Ja, nach hinten die Sicht. Guck mal in den Rückspiegel. Man kann ein bisschen was sehen, weil da die mittlere, ja, okay, Stütze kann man runter machen. Ne? Ja. Ist ein bisschen besser, glaube ich, als beim S. Da ist ja immer so ein Ding. Ja. Aber natürlich nicht gigantisch, ne? Vor allem so nach unten kann man nicht gucken, habe ich gemerkt. Das, also hinten ist es eher ein Zweisitzer als ein Dreier. Also was auffällt, ist nicht den Platz, den ich habe persönlich, aber was auffällt mir zumindest, ich kenne jetzt die Maße von dem Fahrzeug nicht, aber ich finde, man merkt doch deutlich, dass er schmaler ist als ein Model S. Ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Ich habe eher gedacht, das ist nur hier so der Mittelkonsolenteil. Nee, meinst du schon? Ja, ich finde das alles ein bisschen schmaler. Ja. Aber so, was den Platz betrifft, den ich hier vorne habe, ja, ist ein bisschen weniger, aber absolut ausreichend. Und ich bin 1,92 Meter groß. Insofern fühle ich mich in dem Auto durchaus wohl. Weil ich habe ja erst mal dieses Auto bestellt gehabt. Ne? Also meine Frau hat ja gesagt, komm, reservier das mal. Und die Reservierung haben wir dann ja aufgegeben wegen dem Model S, das wir dann gekauft haben, ja, stattdessen. Also inzwischen glaube ich, man sollte darauf warten wieder. Die Sache ist halt Übergang. Also, der Vorteil vom Model S das nicht mehr ist, dass er riesig ist.
Ja, das ist ein Vorteil? Das ist für mich ein Vorteil und ein Nachteil. Genau. Weil ich habe halt, ich habe viel Platz, auf der anderen Seite ist es halt ein Riesenschiff, gar keine Frage. Der Vorteil von dem hier, finde ich, ist der Verbrauch. Also der ist ja wirklich 25% niedriger als, als beim Model S. Also ich habe jetzt hier 14,3, 15. Das sind ja Welten. Ja. Das sind ja wirklich Welten. Der braucht ja was 15. Was hast du, 20? Ich habe knapp 20, 19,6 zurzeit. Ja, und beim X bist noch höher. Und also das sind wirklich 25% weniger Stromverbrauch. Das heißt, du brauchst gar nicht mehr so eine große Batterie. Ja. Und wenn du eine große Batterie hast, kommst du ja unendlich weit. Weil wir haben jetzt noch 60% oder 62, wir haben noch eine Reichweite von 314 Kilometer. Genau. Die habe ich bei 100% bei mir. Ja, nicht mal. Ja. Das ist also schon gigantisch. Ich habe einen 60er, muss man dazu sagen. Das habe ich auch gedacht. Gleicher Ladezeit, mehr Kilometer. Ja, und das ist natürlich ein Riesenfortschritt. Aber klar, das Auto ist halt auch kleiner, braucht deswegen auch. Aber dass es so viel ist, das ist schon krass. Ja, ist schon weil das Model S ist ja jetzt auch nicht ein Auto, das wahnsinnig viel braucht. Es sind ja wohl mehrere Sachen, die jetzt zusammenkommen. Einmal die Aerodynamik, dann, dass es generell kleiner ja ist. Und vor allem auch der neue Motor wohl. Der Motor, der Inverter wird wahrscheinlich auch effizient. Der auch den Vorteil hat, dass er nicht überhitzt. Ne? Ja. Jetzt muss ich mal nach meinem Auto gucken, weil sonst muss ich Strafe zahlen. Ja, ist auch die Frage, ob man davon auch irgendwas in die anderen einbauen wird, also in S und X. Bestimmt. Also die Technik wandert bestimmt in die höherwertigen Modelle auch rüber. Ja, nicht nur das Design. Was sagt ihr zu den Türgriffen? Ich bin kein Freund von den Türgriffen. Ich bin aber auch kein Freund der Model S Türgriffe, weil die mir zu anfällig sind für Fehler. Die finde ich ein bisschen... Man muss, wissen, wie es geht. Ne? Ja, aber auch wenn man weiß, wie es geht, finde ich es ein bisschen hakelig. Also gefällt mir nicht so. Du hast jetzt ein Model S. Hast du eigentlich im Winter Probleme mit den Scheiben, dass die dann nicht runterfahren, wenn die festgefroren sind oder hatte sowas? Hatte ich bisher ehrlich gesagt nicht. Liegt aber auch daran, dass ich ein Garagenfahrzeug habe. Eben, das ist die Frage. Wenn jemand draußen stehen hat, könnte es anders sein. Ne? Könnte es anders sein, durchaus. Ja. Ja, einige hier Fans und... Ich glaube, wir verabschieden uns jetzt hier von dem Supercharger und ich fahre rüber nach Leonberg. Komme ich jetzt mal ganz pünktlich sogar noch an. Super Sache. Sonnenschein hier, ganz toll. An euch hier vielen Dank nochmal fürs Kommen. Danke fürs Zuschauen. Klasse. Super Sache hier und ich fahre jetzt weiter zum nächsten Supercharger. In Leonberg wollen ein paar mehr Leute noch kommen, haben sie schon angekündigt. Jetzt bin ich sogar früher dran. Ich hoffe, da ist kein Stau hier. Nee, super. Haben wir nicht. Also, Jerome, bis demnächst. Ruhig. Nächstes Mal beim Haupt dann natürlich alles voller Model 3 ist. Ne? Ich hoffe wirklich, dass das Fahrzeug im ersten Quartal rüberkommt, spätestens im zweiten Quartal und dass wir dann im September dann hoffentlich einige Model 3 da haben werden. Da sind wir ja mal gespannt, Leute. Also denkt an den Jerome hier mit eurem Model 3. Ja. Jetzt sind wir hier am Supercharger in Leonberg. 20 Stalls, sogar welche zum Durchfahren, nämlich hier. Vollausbau sozusagen. In Ulm bauen sie auch gerade, da bauen sie, naja, wenn es hochkommt, vielleicht 18. Hier sind auch einige Leute noch da, extra gekommen fürs Model 3. Was ist das hier? Sieht aus wie ein Porsche. Ja, ne? Porsche Design. Model 3 im Porsche Design. Und wie sieht's aus? Sehr gut. Sehr gut sieht das. Was ist eigentlich die Geschwindigkeit? Ja, ist die Frage, ob das jetzt so gut ist und kein Display mehr vor dem Lenkrad. Das ist die Frage, ja. Aber man sieht sehr gut hin. Transportiert ihr immer Kühlschränke oder wie sieht's aus? Ständig. Ja, jeden Tag mindestens also, 20. Surfbretter geht auf jeden Fall. Ne? Ansonsten, ja, ich weiß nicht. Umklappen kann man. Ja, durchladen kann man. Ja, ohne Hut. Kopffreiheit ist gut. Ohne Hut. Da geht's auch. Sollen drei Erwachsene sitzen können, geht das? Also ich bin 1,95. Hinter mir ist immer eng. Auf den fehlenden Tunnel. Hast du den Sitz schon eingestellt? Ich habe den Sitz auf mich eingestellt. 1,95, das ist jetzt... Hinten ist aber noch Platz. Nach hinten, ja. Ich will zu den Hintern nicht. Aber ja. Das ist diese neue Steuerung, ganz alles mit den Rollrädern jetzt. Genau, was jetzt. Ja. So.
ist so gewöhnungsbedürftig. Der Griff, ja. Der Griff ist. Aber Heckantrieb und Frontantrieb sind vorne gleich. Deshalb ist hier der Platz schon mal gelassen. So viel bleibt halt über, aber man kann was reinladen. Ladekabel oder so ein Zeugs. Muss man ja auch noch rein. Das ist ja. Der ist eigentlich größer als der Motor. Also. Ja, das ist das Problem hier. Amerikanischer Anschluss. Ich habe einen Adapter auf Typ 2, der passt aber natürlich hier nicht. Und was sagst du? Passt der CCS-Stecker rein? CCS passt rein, aber ich bin im Zweifel, ob sie es bauen werden. Es könnte auch gut sein, dass sie nur wieder Typ 2 machen und nur ihre eigenen Lader verwenden. Ich hoffe es auch, dass sie es können. Ist alles elektrisch hier sogar. Ist schon cool. Hat sich sogar selber repariert. Ne? Geht er wieder auf, ja. Neun Modelle sind ja ein bisschen besser. Ja, ein bisschen gesagt, mehr. Aber nicht viel. Es ist schon so, es wurde eher auf Kopffreiheit Wert gelegt. Ja. Aber im E-Golf ist hinten auch nicht so viel besser. Ihr also müsst das mal mit drei Erwachsenen hinten probieren, ob das wirklich geht. Okay. Also ich bin 1,90. Komm, also sonst hat... Ja. Ja, komm, ja, hoch. Schon, oder? Aber immerhin ist kein Hubbel in der Mitte. Ja. Aber es ist bequem hinten. Meint ihr? Jetzt Tür zu? Ja, jetzt nochmal Türentest. Und dass man hier ans Ding stößt. Sitzen ne? da ja, aus, für 15 Minuten. Für, genau, so für ja. zum Nachbar ist okay, aber weiter jetzt auch nicht. Ja, okay, also. Aber wir kommen uns näher, sagen wir mal. Kopffreiheit ist in Ordnung. Ne? Aber dafür da hinten so einen komischen Kofferraum zu bauen, ist natürlich schon die Frage. Das ist interessant. Ja. Also ist kuschelig. Also Musik geht, Radioempfang geht wenigstens. Oder geht was? Richtig großes Fan-Treffen. Ist ja auch jetzt schon ein bisschen später, haben schon alle Feierabend. Aber das Auto ist begehrt. Wer hat denn alles vorbestellt? Schon einige, ne? Ist eure Meinung hier zu dem tollen Display? Also Chauffeur. Super. Kann man das so bedienen? Ist das was? Das geht, ja. Das ist auch groß genug alles. Meint ihr, das kommt auch im S und X? Oder ist das hier, bleibt das beim Dreier? Das ist eine gute Frage. Wie heißt der doch, der? Das ist ja quasi angekündigt. Die Frage ist, ob das allein ist, das Bett. Dann darfst du vielleicht doch nochmal ein Hackdiscount. Ja, da haben sie aber noch nie was gesagt, ne? Tja. Ja, jeder will mal reinsitzen. Fahren können wir natürlich nicht. Aber reinsitzen reicht völlig aus. Und alle können ihre Bestellungen bestätigen. Und jetzt heißt es abwarten, bis das Auto wirklich in Deutschland kommt. Ja, das sage ich auch nicht so viel weniger Relation. Kennt ihr eigentlich dieses Auto? Mal, wen wir hier treffen. Guten Tag, hallo. Ah, seid ihr alle im Bild? Ja, da. Nino und? Danika. Ja, vom? Danzai-Block, genau. Das hast du schon mal erklärt, was es bedeuten soll. Ich habe es vergessen. Ja. Dannenberg ist der Nachname meiner Frau und Zeidler meiner. Und so ist dieses Danzai entstanden. Und Danzai war natürlich in allen sozialen Medien schon sehr früh belegt. Und dann haben wir noch Buzzing davor gehangen als brummendes Danzai. So ist es jetzt, das ist es. Und wir stehen hier in immer noch Supercharger in Leonberg und hinter uns das Model 3 von Next Move. Ja, also das ist erstaunlich. Da komme ich um die Kurve und sehe Model 3 stehen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich wusste gar nicht, dass du mit unterwegs bist. Ja, ne? Sind wir unterwegs von München nach Wuppertal. Und was für ein Zufall. Genau. Ich war ja am Wochenende in München mit dem Auto. Da habe ich es ja geholt. Ah, okay. Wir sind dann nächstes Wochenende in Nürburgring. Jetzt hätten wir den natürlich mitbringen können. Nee, das geht gar nicht. Aber mit dem muss man doch fahren können. Mit dem muss man fahren können. Das ist schön. Der ist nämlich nicht so riesig. Ich finde, ist fast genauso groß wie Nein, das Model natürlich. Nein, signifikant kleiner. Ja, ja, 30 cm. 29. Ja, was habt ihr für einen Eindruck? Ist es drinnen eigentlich viel kleiner? Ja. Drinnen ist was schmaler, ne? Ja. Aber schön übersichtlich, finde ich. Und mit dem Holz ist schön. Der Luftschutz ist natürlich super, ne? Ich habe ja das Gefühl, dass das nächste Model S Design auch so aussieht. Wahrscheinlich. Ja, was meint ihr? Auf jeden Fall. Dieser neue Tesla muss das anfassen. Ja, dieser neue Bildschirm wird da auch kommen. Und dann war es doch so, dass das hier eigentlich das Topmodell ist. Ja, kann man so sagen, ja. Ja, guck, es ist ganz schwierig. Wie geht das? Nochmal, zweiter Versuch. Linke Hand. Mal, weißt du, ich bin schon zu blöd, die Tür aufzumachen. Das kann nicht mein Auto sein, ne? Ne? Mit dem Daumen muss. Das geht ja nicht. Ja, wie soll das denn gehen? Ja, und dann reingreifen. Genau, es ist gar nicht so einfach. Das geht nicht. Das geht mit links nicht, das geht nur mit rechts. Wie soll das denn mit links gehen? Dann mach mal zu wieder. So, kann das machen. So. Wie soll ich denn da mit meinem, da breche ich mir den Daumen bei. Sie hat so kleine Hände, ne? Weil mein Daumen ist ja groß genug, um trotzdem noch hinzugreifen. Mit links geht das nicht. Machen wir mit deinem Daumen? Mit links geht nicht. Breche ich mir die Hand bei. Ja, komisch. Aber wie denn? Ist doch kein Patent. Willst du es lieber mit rechts machen? Ja, auf jeden Fall mit rechts.
Ja, das ist ja mit dem Daumen dann, das ist ja voll umständlich. Nach links geht nicht. So geht das. So geht das nämlich. So geht das mit der Anleitung. Von unten, nicht von oben. Einwandfrei. Ja, einwandfrei. Weil so ist. So geht's, so geht's gar nicht. So machen wir es aber die ganze Zeit. Ja, okay. Das ist wahrscheinlich nur Gewohnheit. Ja, ist es auch. Aber. Hm. Mir gefällt es so auch nicht, aber es ist halt die falsche Hand an der Tür. Ja, aber Volkswagen, ja, genau. Ich meine, ich war auch skeptisch vor 3 Jahren. Ich dachte, wenn wir das in Labor als skeptisch. Das ist halt gemacht, um günstig zu sein. Das bleibt aber ein Smart. Das verstehe ich. Da bricht er bei mir bei. Ja, wäre noch Platz. Ne? Das passt, ne? Also CCS müsste reinpassen. Ja. Das müssen Sie bloß wollen. Ja, das stimmt. Jetzt gucken wir mal, wie das dahinter aussieht kurz. Dürfen wir das überhaupt? Ja, so sieht's aus. Also wenn einem das besser gefällt, dann nimmt man das. Ja, und da gibt es ja hier dann noch Abdeckungen. Sicher Abdeckung, genau. Und dann sieht es ein bisschen schicker aus. Aber das ist ja die volle Aerodynamik, da hast du dann einen viel besseren... Bis zu 10% hieß es ja. 10%? Wahnsinn. Ja, das glaube ich auch nicht, aber okay. Aber es ist zumindest die Möglichkeit hier, wenn man nur langsam fährt, dann kann man ja auch das hier. Geräusche könnte auch sein. Ja, ich glaube, das ist es jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuschauen hier am Supercharger in Leonberg. Ich fahre jetzt wieder zurück und morgen bringe ich das Auto mal zum nächsten Move nach Bernhausen. Und dann können wir am Wochenende an Hockenheimring fahren. Das ist dann die nächste Aktion. Also, tschüss.